ich bin so müde. Müde, ne? Hm? Müde, ne? Bist du müde? Ich höre dich nicht. Ich muss näher kommen. Na. Leila ist eine attraktive Frau. Ups, mein Titte guckt raus, du sagst nichts. Wenn du mich jetzt fragen würdest, so Kim oder Leila, würde ich Leila nehmen. Oh Mann. Aber kochen kannst schon. Ja. Ich kann halt nicht kochen, ich habe nur nie gekocht. Ja, das musst du mal lernen. Ich habe andere Stärken. Und ich habe es schon versucht. Handwerklich kann ich alles. Ja, okay, das ist top. Ich kann alles. Also Schränke aufbauen und alles. Checkst du jetzt gerade ab für deine Masche? Hä? Checkst du jetzt gerade ab für deine Masche? Für was? Für deine Masche. Ach du Scheiße. Rede gar nicht mit mir. Ich frag dich doch nur. Ich antworte dir nicht. Mann, das ist doch Quatsch, Mann. Boah. Wow. Immer wieder dasselbe. Ist das eigentlich immer noch deine Masche? Dass du hier eine Dating-Show draus machen willst? Hä, wir können doch reden. Ich antworte dann. Oder hast du längst Maschenwechsel gemacht? Es war halt echt übertrieben unangenehm. Also das war schon echt sehr, sehr, sehr unangenehm. Cringe. Wieso cringe? Du hast ja gemeint, dass du was mit mir haben willst. Und als ich gesagt habe, ich will dich nicht, hast du gemeint, ich guck mal, ob ich Leila oder Kim will. Ich finde, sie ist besessen von mir und ich finde auch, das ist nicht mehr gesund. Ich habe schon 10-mal gesagt, so, ey, ich wünsche dir alles Gute, ich gehe meinen Weg, du dein. Aber es nimmt kein Ende und ich weiß auch nicht, wie lange das noch gehen soll. Mit Leila bin ich cool, ne? Das ist gar nicht lebenswichtig, das weißt du. Aber ich frag dich. Also sie sagt, dass sie mich damit ja nicht angegriffen hat, aber es ist einfach für mich ein Angriff, weil es einfach respektlos ist. Wir können es ruhig unterhalten, Leila. Meine Güte. Wir können es ruhig unterhalten. Alles easy. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Ich habe einfach nur gefragt, wie es generell ist. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das ist schon unangenehm gerade, was du machst. Ich bin halt sehr direkt. Das sagt sie jedes Mal, ne? Wenn zwei Menschen sich unterhalten und auch wenn du angeblich nur mit dem einen ein Problem hast, dann hab doch wenigstens so viel Anstand und Respekt und lass die Menschen einfach reden. So, ich saß jetzt nicht auf seinem Schoß oder auf seinem Gesicht. Egal mit welcher Frau ich so rede, dann fängt die an. Als würde sie schon genug anstrengend sein. Nein, man kann sich das Leben noch schwieriger machen. Wäre jetzt ein Verflossener von dir da und der hätte vorher gesagt, du, ich will eigentlich noch mal was mit der Leila. Aber ja, wenn die nicht will, dann nehme ich noch mal eine also andere. Also soll ich jetzt mit ihm nicht mehr reden? Es ist ja offensichtlich, dass da bei ihr mehr drinsteckt, was Mike betrifft, als sie zugeben will. Aber indem sie halt ständig solche Moves macht, treibt sie ihn immer nur mehr weg von sich. Weinen will ich nicht, das befeuchtet mein Gesicht zu sehr. Willst du hier hinkommen? Macht keinen Unterschied, glaube ich. Das ist krass. Wahnsinn, ey. Von vorne bis hinten weiß sie, was sie macht. Und kann sich dazu auch noch gut artikulieren. Und ja, das sind halt ihre Waffen, so, die gerade benutzt. Ne? Ich glaube, ich muss ein Einsiedlerkrebs im Bach werden, weil ich mit niemandem mehr reden darf. Das ist crazy, ne? Das ist nicht mehr normal. Ja. Also, dass du das so lange ausgehalten hast, immer. Ich werde auf jeden Fall weiter mit Mike reden, weil ich sehe das gar nicht ein. Mir verbietet doch niemand hier den Mund. Krass, ne? Ja.